Moin YouTube, hier ist mal wieder Aufschnitt. Wir haben uns halt mal für eine spontane Runde COD2 entschieden zu viert. Einmal mit dem Max als Schnurbanane, dem Rambo, Neuensteiger, der Martin und der Swoosh. So ein guter Felix. Also, wir spielen 12 Minuten. Ich versuche alles so weit aufzunehmen. Ich habe jetzt hier gerade einen kleinen Grafikfehler. Aber naja, egal. Kurz zur Map, das ist keine im Spiel integrierte Map, sondern das ist eine ziemlich kleine Map, aber halt für 4 Mann im Deathmatch ziemlich ausreichend. Ja, wir spielen 12 Minuten, ich werde jetzt gleich einsteigen und ja, wollen wir mal. Ich gehe mal ins deutsche Team. Ja, also kurz zum Setup, ich spiele natürlich mit Gewehren. Secondary ist meine gute Luger mit bisschen Munition. 3 Granaten. Ich habe kein Last Stand, kein Martyrium, sonstiges. Denn wer COD2 kennt, da gibt es das alles noch gar nicht. Und ja. Ich versuche jetzt einfach mal mich zu konzentrieren und die anderen ein bisschen wegzunatzen, weil die werden sich da schön drüber ärgern. Noch was kurzes, die sitzen alle im Nachbarraum, vielleicht hört man sie ganz leise im Hintergrund, aber vielleicht doch eher weniger. Und vielleicht ist es auch besser so, weil die werden sich ziemlich lautstark aufregen, denn heute ist Männertag und ja, und da ist halt nicht mehr so ganz die Ruhe weg, die wir sonst gewohnt sind, also wie ihr uns kennt. Nein! Also, nicht wundern, wenn ich immer mal mit mir selbst reden sollte, was ich ja so oder so mache die ganze Zeit. Ich höre die anderen und die hören mich. Also, ihr werdet sie vielleicht ganz, ganz leise im Hintergrund hören, aber ich überhole mich ja. Und vielleicht merkt man es ja, aber ich werde auch immer mal ein paar Versprecher drin haben. Das liegt nicht daran, dass ich nicht reden kann, sondern eher daran, dass der Abend, der Tag schon wieder ziemlich lang war. Ich gerade einfach nur versucht zu konzentrieren, aber irgendwie will mir das gerade noch nicht so richtig gelingen. Ja, ich versuche draus gleich noch eine Montage zu machen, so ein bisschen wenigstens. Also man sollte sich, ja, so viel dazu. Man sollte sich das Video manchmal vielleicht sogar 2-3 Mal angucken, um manchmal zu verstehen, wie die Tode und Abschüsse überhaupt zustande gekommen sind. Aber irgendwie geht auch gerade nicht so viel voran. Also wir haben vorher schon 1-2 Runden gemacht, um zu probieren, was alles geht. Und da habe ich eindeutig merken müssen. Ja, das war gerade ein ziemlich hässliches Geräusch. Falls ihr das gehört habt, das war mein Handy. Weil ich das mal wieder zu nah am Mikro. Ich laber still die ganze Zeit. Ja, ich nehme auf. Ja, in COD2 konnte man noch halt ziemlich gut Nein! Lad aber! Nein, oder? Unglaublich, das guck ich mir jetzt mal an. Ach, herrlich. Ja, nee, in COD2 konnte man noch ziemlich gut Quickscopen. Nein, hier nichts mit Schnauze. Gibt's nicht. Ja. Klingelt mal wieder mein Handy. Immer wenn man aufnimmt, ey. Unglaublich. Ja. Nee, ich versuch's. Ist gut, Jungs. Nein! Also. Ehrlich gesagt, es wäre ganz lustig, wenn man es im Hintergrund vielleicht ein bisschen hört. Aber ich glaube eher weniger dran. Oh, nee. Ja, nee. Dann. Der Tag war schon wieder lang. Und, ja. Ich sag's jetzt einfach mal so, ich hoffe, ihr hattet schon mal einen schönen Männertag.
So wie wir halt jetzt gerade mal. Ja, wir sitzen gerne mal am Rechner und machen halt sowas. Anstatt uns ordentlich die Rübe wegzutrinken, machen wir lieber sowas. Nur für euch. Ich hoffe, euch gefällt's. Aber... das war Glück! Schon mal... große Entschuldigung vorher, voraus, wenn ich immer mal ins Mikro blödeln sollte, aber... das macht man nun mal, wenn man mit den anderen im Nebenraum reden will. Das ist halt auch eine ziemlich provisorische LAN... ja, ich sag mal LAN-Party. Weil wir uns da einfach vor uns mal wieder... haben. Ja, das wär's doch. Ja, so, so. Zu Männertagen. Special raushauen. das wird wahrscheinlich so schnell erstmal unser einzigstes COD2 Let's Play. Sag ich mal, Let's Play Together. Plus Montage meinerseits. Okay, jetzt sind sie ein bisschen am Durchdrehen. Weil wir kommen nicht so oft dazu, COD2 zusammen zu spielen. Und wir haben ehrlich gesagt auch keine solche Lust mal bei auf irgendwelche Server zu gehen im Multiplayer. Weil COD2 ja dann irgendwo noch schon alt ist. Ja, da bin ich wieder. Bin gerade kurz aufgehalten worden. Mal wieder. Bei der Aufnahme unterbrochen werden, das ist schon ziemlich dämlich. Währenddessen werden hier heiße Gefechter heiße Gefechte ist geliefert. Da haben wir wieder einen Max. Wie lange ist es jetzt eigentlich schon her, dass es COD2 gibt? Gute Frage. Das war eigentlich so richtig der erste richtig geile Shooter, den ich selbst gespielt habe. Und ich bin nach wie vor. Wow. Jungs, schraubt euch hier! Der erste richtige Shooter, den ich gespielt habe. Und ich spiele auch. Ich spiele auch heute noch gerne, auch wenn sowas scheiße ist. Nee, ich spiele sowas gerne, weil es ist Nostalgie, es fetzt einfach. Und wenn man das COD2 mal mit MW3 oder Battlefield 3 vergleicht. Von der Grafik, ich meine, die nehmen sich wirklich viel. Aber zu der damaligen Zeit, wo COD2 wirklich rauskam, war das einfach das Nonplusultra. Es hat COD1, was schon damals richtig gut war, nochmal übertroffen, was schon arschschwer war. Entschuldigung, den Kraftausdruck, aber es ist einfach so. Ja. Es gibt keine Killstreaks, das Spiel hat keinerlei Sinn, also man steigt keine Prestige auf, kein Level oder sonstiges. Es ist einfach nur Fun Gaming und jedes Team hat eigene Klassen, also Waffen, Klassen, ich kann jetzt mal kurz zeigen. GM40, DK, die Gewehr 43, K98K, was ich gerade benutze, Trench Gun. Und die MP44, und wenn ich das nächste Mal sterben sollte, was vielleicht nochmal in den 3 Minuten passieren wird. Mal auch Nahkampf geht so. Und ja, kann ich gleich nochmal zeigen, dass dann das ist auch andere Waffen, andere Teams, andere Waffen halt. Team British und gibt es hier halt Stan, die Enfield, die M1, Scope Lee, Thompson und Rand. Und ich nehme jetzt einfach mal ganz frei das M1 Gerand, weil das ist einfach meine absolute Lieblingswaffe. Sowohl vom Nachladen, vom Recoil, vom Schnellschießen, es macht genug Schaden. Und meinerseits nützt es auch am meisten. Ja, ich habe jetzt ewig kein COD2 mehr gespielt, das ist halt einfach nur spontan heute entstanden, die Idee. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt so lange nichts gemacht, da hauen wir gleich mal ein Special raus. Mal gucken, ob ich das noch kann mit der Waffe. Gerade ein bisschen Glück. Na, den gucke ich mir schnell an. Muss kurz sein, Entschuldigung. Das sah ja gerade geil aus. Ok,
Okay, wer den Spielfehler gerade kurz gesehen hat, der wird sich freuen. Genauso wie ich. Scheiße. Das Einzige, was halt manchmal ein bisschen ärgerlich ist, sind die Spawn-Systeme bei COD 2, weil das sind statische Spawns. Und die sind halt ziemlich gleich immer. Vor allem beim Deathmatch, also beim Frei für alle, steigt man halt ziemlich schnell wieder bei dem ein, der von dem man gekillt wurde. Um entweder eine Revanche zu machen oder gleich wieder eine auf das Gesicht zu bekommen. Ja. Und sowas kann da halt schon mal passieren. Versuchen wir uns einfach noch die letzte Minute für Mühe zu geben. Um euch, um mich selbst nicht ganz so zu blamieren. Aber ich wechsle mal wieder Team, weil ich mal lieber wieder halt letzte Waffe. Ich spiele halt lieber mit Repetierern.